Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist Samstagmorgen und ich habe mich entschieden, dieses Wochenende dazu zu nutzen, mich weiterzubilden im Thema Finanzen, Controlling und so weiter. Nicht, dass ich da nicht schon einschlägige Erfahrungen in meinem Leben gemacht haben hätte. Nur im Grunde es ist ein Thema, das mich jetzt nicht wirklich antörnt. Aber ich wurde mehr oder weniger in meinen jungen Jahren dazu gezwungen. Also, in meinem damaligen Umfeld waren alles irgendwie Steuergehilfen, meine Schwestern und Buchhalter und was weiß ich alles. Und da hieß es, naja, mach das doch halt auch mal. Und dann bin ich halt auch Kaufmann, quasi, also alles, ich war quasi vom 12. Lebensjahr auf einer Wirtschaftsschule sozusagen. Ja. Und durfte Buchungssätze damals machen bis zum Erbrechen. Okay. Vielleicht deswegen auch so ein bisschen eine Aversion gegen das ganze Thema, aber letztendlich, es hilft nichts. Und jetzt habe ich jetzt mal hier gegoogelt, ja, Bilanzierungspflicht als Einzelunternehmer. Und das ist doch was, wo mir sehr stark auffällt, dass das extremst wenig Material gibt. Also es gibt hier umfangreiche Material für quasi alles Mögliche, wenn du Kapitalgesellschaft hast, aber viele sind halt quasi im Übergang, beziehungsweise noch nicht so weit oder halt letztendlich, es gibt unfassbar viele Einzelunternehmer und es gibt verhältnismäßig wahrscheinlich unfassbar viele Einzelunternehmer, die erfolgreicher sind aufgrund der Digitalisierung, Online-Marketing, Online-Business und so weiter, wo du quasi überhaupt nicht so viel Investment brauchst. Ja, ich wollte immer als 16-Jähriger immer eine Gyrosbude aufmachen oder so. Ja, da hast du schon mal irgendwie dich mal 3 Jahre verschulden müssen, dass du überhaupt diesen Gyrosstand kaufen kannst. Und heutzutage brauchst du fast gar nichts mehr und kannst einfach starten. Das heißt, deine Marge, deine Gewinne und alles ist viel höher. Und deswegen kommst du selbst als Einzelunternehmer relativ schnell in die Bilanzierungspflicht. Jetzt habe ich mal gegoogelt, Bilanzierungspflicht der Einzelunternehmer. Es gibt kaum, also es gibt verhältnismäßig extremst wenig Material dazu. Ja? Und jetzt möchte ich mal mit euch mal hier durchgehen, weil ich habe ja auch quasi Zendesk über den Unternehmerkanal, ja, wie ich schon mal in einem Video beschrieben, das auch sehr beliebt ist. Komischerweise, wie ich dazu gekommen bin, dieses Zendesk da zu nutzen. Und mein Gott, wenn man irgendwie startet und so weiter na, mit irgendeinem Business, dann ist halt einfach, man muss einfach alles schnell gehen. Schnell, 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 schnell und einfach. Schnell und einfach ist das Mittel der Wahl, weil du musst dich ja auf dein Ding konzentrieren. Du musst ja schauen, dass dein Business läuft, ja. Also, oder deine Selbstständigkeit, was auch immer. Ja, hast ja wahnsinnig viel Druck. Ja. Wenn ich das teilweise sehe, was Angestellte da rumflaken. Ja. Ich habe jetzt erst wieder einen Kollegen gefunden, einen Kollegen getroffen, länger nicht getroffen, also länger nicht gesehen, aber ein alter Bekannter von mir, sagen wir es mal so, Kollege nicht. Oder auch Kollege. Und der war halt irgendwie quasi jetzt mal zeitlang arbeitslos und da war quasi wieder zeitlang nicht mehr arbeitslos und dann war quasi so knapp über ein Jahr eben nicht mehr arbeitslos oder sowas. Ja, ich glaube, ab einem Jahr kriegt man wieder Arbeitslosengeld, egal wie auch immer. Und dann ist er quasi freigestellt worden und dann musste ihn aber der Arbeitgeber noch 3 weitere Monate voll bezahlen. Ja. Und das ist schon Hammer in Deutschland. Ja. Also das gibt es auch nirgendwo wahrscheinlich auf der Welt. Dass du gerade mal ein Jahr wo arbeitest als Angestellter, ja, ein gutes Gehalt bekommst und dann schmeißt dich der, auf gut Deutsch gesagt, der Arbeitgeber raus, ja, und weil du einfach nicht performst als Vertriebler oder was auch immer, aus welchen Gründen auch immer, ja, und er schmeißt dich raus, stellt dich frei, damit du keinen Unfug da treiben kannst, ne? Keine Rachezüge nehmen kannst und so weiter, bist du grundsätzlich immer freigestellt und der muss dich dann noch 3 weitere wegen Kündigungsfrist und so weiter, 3 weitere Monate voll bezahlen. Und da hat sich mein Bekannter sogar noch beschwert, dass er dann, ja, ich krieg schon noch volles Gehalt, aber halt keine Boni mehr. Sag ich ja, du tust ja nichts. Du bist quasi 3 Monate Sonderurlaub mit vollem Gehalt, wo du gerade mal einen Monat gearbeitet hast. Das ist ja ein Verhältnis von, du hast 12 Monate gearbeitet und kriegst 3 Monate gratis. Ja, das ist ja ein Verhältnis von 25% oder so, ja, wo du quasi einen Bonus bekommst. Das ist ja dein Bonus sozusagen. Ja. 3 Monate Gehalt für nichts. Also da frage ich mich auch mal, okay, wie denken in Deutschland teilweise die Menschen? Ja, es ist unfassbar teilweise, unfassbar. Ja. Ja, jetzt habe ich ein bisschen abgeschweift, sorry, aber auf jeden Fall hier Bilanzierungspflicht.
Genau. Also ja, als Selbstständiger, jetzt bin ich ja total abgeschweift, bin ich ja emotional geworden. Ja, emotional, es wird ein emotionales Video. Also die Bilanzierung, ja. Das hat doch viele Einzelunternehmer wahrscheinlich mehr oder weniger in diese Bredouille kommen, dass sie dann genau. Es gibt nämlich diese Regel, und so viel habe ich auch schon verstanden, dass du letztendlich 60.000 Euro Gewinn, ja, oder 600.000 Euro Umsatz. Ja, also wenn du jetzt quasi so ein Wachstumstyp bist, ja, und reinvestierst alles volle Kanne und so, hast du natürlich keinen Gewinn, ja. Aber vielleicht relativ schnell kommst du doch. Also ich würde mal sagen, wenn du dich anstrengst und auch ein bisschen so skalierungsfähiges Modell hast und so weiter, dann kannst du locker mit zwei, drei, maximal vier, fünf Freelancern, dann kommst du locker auf 600.000 Euro Umsatz, und dann bist du schon bilanzierungspflichtig, ja, selbst wenn du noch Einzelunternehmer bist. Und das ist jetzt doch sehr interessant, weil häufig die Tools das ja irgendwie dann auch abbilden und so, aber es gibt halt kaum Material, wie muss es abbilden und so weiter. Also das ist halt wirklich interessant. Also hier mal kurz, Zefdest, die haben dann irgendwie diese Hits hier, und ich vertraue da sehr auf Google und YouTube, weil das ist ein sehr, sehr, sehr guter Algorithmus. Also wenn YouTube oder Google da nichts findet, dann findest du es auch sonst nirgendwo was. Und da ich ja Zefdesk auch sehr stark genutzt habe am Anfang und so weiter, ist es halt hier auch quasi, schauen wir mal rein, was der da dazu sagt, ne? Cut. Bilanzierungspflicht ist die Pflicht eines Unternehmens, eine Bilanz zu erstellen. Aber nicht jedes Unternehmen muss eine Bilanz erstellen. Hey, mein Name ist Martin. Auf diesem Kanal versorgen wir dich Informationen rund um das Thema Finanzen, Buchhaltung und alles, was die Selbstständigkeit mit sich bringt. Starten wir mit der Frage, was die Bilanzierungspflicht ist. Die Bilanzierungspflicht ist im Handelsgesetzbuch, in Steuergesetzen und im Bilanzmodernisierungsgesetz festgelegt. Für die Bilanz gelten abhängig von der Rechtsform und die Firmengröße verschiedene Anforderungen. Die Bilanzierungspflicht ist die Pflicht eines Unternehmens, einen Jahresabschluss erstellen zu müssen, der aus Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnungen besteht. Der Jahresabschluss hat zudem sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungskosten sowie Aufwendungen und Erträge vom Unternehmen zu enthalten. Wer muss also eine Bilanz erstellen? Die Bilanzierungspflicht ist abhängig von der Rechtsform und der Größe des Unternehmens. Freiberufler wie Ärzte, Steuerberater, Rechtsanwälte, Journalisten oder Unternehmensberater unterliegen generell nicht der Bilanzierungspflicht. Sie müssen keine Bilanz erstellen, sondern lediglich im Rahmen der Steuererklärung eine Einnahmenüberschussrechnung. Als Einzelunternehmer gelten vollhaftende Kaufleute und Kleingewerbetreibende. Sie sind bilanzierungspflichtig, wenn der jährliche Umsatz mehr als 600.000 Euro oder der Jahresgewinn mehr als 60.000 Euro beträgt. Die Bilanzierungspflicht richtet sich hauptsächlich nach dem geltenden Steuergesetz. Verlangt das Finanzamt nicht die Vorlage einer Bilanz, reicht die Erstellung einer Einnahmen- und Überschussrechnung aus. Personengesellschaften, zu denen die OHG und die Kommanditgesellschaft gehören, sind bilanzierungspflichtig. Sie sind jedoch nicht zur Veröffentlichung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustermittlung im Bundesanzeiger verpflichtet. Beschränkt haftende Gesellschaftsformen wie die GmbH und KG und die Limited sind zur Erstellung einer Bilanz verpflichtet. Für diese Unternehmen gelten strenge Regelungen für die Bilanzierung. Und abhängig von der Größe des Unternehmens muss die Bilanz von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testiert werden. Bei einer Bilanz handelt es sich um eine Abschlussrechnung, die auf dem Inventar. Also da geht es ja schon wieder los, ne? Je nach Größe der Bilanz muss es dann noch von einer anderen Instanz nochmal testiert werden und dies und das, ja. Und alle wollen sie dran am Kuchen wieder rumknabbern. Das ist das, was ich so unfassbar hasse an Deutschland, ja. Also da hast du halt quasi irgendwie ein bisschen mehr Erfolg, und sofort kommen 10.000 Motherfucker und wollen irgendwie, ja, der, oh, der hat ein bisschen was verdient. Ja, hier, da kriege ich auch noch ein Krümelchen, hier auch noch ein Krümelchen. Ja, warum? Ja, weil hier gibt es das Gesetz und diese Bürokratie. Ja, wobei halt, wenn du quasi jetzt zum Beispiel in der Schweiz halt einfach dich entscheiden solltest, ja, selbstständig zu machen, da gibt es halt einen verdammten Treuhänder, der ist halt, wenn er gut ist, in der Regel nicht so, auch nicht irgendwie gerade günstig oder so. Aber letztendlich, dem sagst du einmal, setz dich mit dem zusammen, sagst dem einmal, was du alles willst. Der macht das für dich und der betreut das für dich. Und zwar tutto completo. Ja, das ist das sogenannte Treuhändlermodell, das in vielen Ländern ist, aber in der Schweiz eben auch. Und da zahlst du halt dann, was weiß ich, ja, du zahlst halt irgendwie was, ein paar tausend Euro im Jahr. Und das Ganze mal wie ein Steuerberater in Deutschland seinen Stundensatz von 200, 300 Euro. Ja, auch ein guter. Also ich kenne da welche, nur habe ich mich bis jetzt nicht dazu durchgerungen, halt wirklich das Land zu verlassen. Also die Schweiz ist halt für mich ein bisschen
Ist halt leider so, ich war da und dann habe ich mir gedacht, irgendwie bekomme ich hier Klaustrophobie, ja. Also weil die Schweiz halt so unfassbar enges Land ist, ja. Also hat man halt das Gefühl, dass man sich einfach irgendwie die Berge einen über den Kopf drüber fallen, so ungefähr. Ja, es ist ein sehr kleines Land. Ja. Okay. Und ja. Also es wird ist ein sehr abschweifiges Thema heute. Video. Auf jeden Fall. Ja. Was ich sehr, sehr wichtig fand hier, was er erwähnt hat. Sie müssen keine Bilanz erstellen, sondern lediglich im Rahmen der Steuererklärung eine Einnahme- und Überschussrechnung. Als Einzelunternehmer gelten vollhaftende Kaufleute und Kleingewerbetreibende. Sie sind bilanzierungspflichtig, wenn der jährliche Umsatz mehr als 600.000 Euro oder der Jahresgewinn mehr als 60.000 Euro beträgt. Die Bilanzierungspflicht richtet sich hauptsächlich nach dem geltenden Steuergesetz. Verlangt das Finanzamt nicht die Vorlage einer Bilanz, reicht die Erstellung einer Einnahme- und Überschussrechnung aus. Personengesellschaften, zu denen die OHG und die Kommanditgesellschaft gehören, sind bilanzierungspflichtig. Sie sind jedoch nicht zur Veröffentlichung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustermittlung im Bundesanzeiger verpflichtet. Beschränkt haftende Gesellschaftsformen wie die GmbH und Co. KG und die Limited sind zur Erstellung einer Bilanz verpflichtet. Für diese Unternehmen gelten strenge Regelungen für die Bilanzierung. Und abhängig von der Größe des Unternehmens muss die Bilanz von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testen. Ja, das war irgendwie weiter vorne, da wo er gesagt hat, Unternehmensberater sind nicht bilanzierungspflichtig. Ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Naja, hier irgendwo hat er was über Unternehmensberater gesagt. Das war mir jetzt so auch nicht bewusst. Also quasi, wenn du jetzt halt nur quasi nur laberst, ja, nur Unternehmensberater bist und operativ dann quasi nichts machst oder was, also ich weiß nicht, wie das genau abgegrenzt wird, dann bist du nicht bilanzierungspflichtig. Ja, das ist auch so eine komische Besonderheit in Deutschland. Ich glaube, das sind zum Beispiel in Österreich. Kannst du als Unternehmensberater, da musst du irgendwie eine Qualifikation haben, nur dann kannst du dich Unternehmensberater nennen. Ja, in Deutschland kann sich jeder Unternehmensberater nennen. Ja, das ist auch so eine Besonderheit in Deutschland, wo viele nicht wissen. Und dann steht halt da sozusagen in Google My Business, ich bin Unternehmensberater. Ja, hat aber überhaupt keine Ausbildung dazu im Grunde. Ja. Auch ganz interessant. Okay, jetzt gehen wir mal hier langsam mal ins Eingemachte. Ich will mal wissen, wie es. Eines Unternehmens zum Beginn und zum Ende seines Geschäftsjahres dar. Sie ist eine zweiseitig geführte Rechnung. Auf der linken Seite befinden sich die Aktiva als Vermögensform und Vermögensaufbau eines Unternehmens. Auf der rechten Seite befinden sich die Passiva als Vermögensquellen und Kapitalaufbau eines Unternehmens. Wenn du mehr Informationen über die Aktiva und Passiva wissen möchtest, schau gerne in die Videobeschreibung. Dort haben wir nochmal zu jedem Thema ein einzelnes Video verlinkt. Beide Seiten der Bilanz müssen ausgeglichen sein. Aktiva und Passiva müssen auf die gleiche Summe aufweisen. Daher kommt auch der Name Bilanz. Die Werte müssen ausbalanciert sein. Die AK hat zum Thema Buchführungs- und Finanzierungspflichten für Gewerbetreibende ein Merkblatt, welches ebenfalls wichtige Punkte erläutert. Mit einer Bilanzvorlage kannst du die Zahlen in das vorgefertigte Dokument eintragen und bei Bedarf aktualisieren. Das spart Zeit und du gehst auf Nummer sicher, dass alle Pflichtangaben in der Bilanz enthalten sind. Die Vorlage kannst du kostenlos auf unserem Blog herunterladen. Den Link dazu findest du hier oben irgendwo oder unten in unserer Videobeschreibung. Wenn du gerade mit deiner Selbstständigkeit gestartet hast, musst du sicherlich keine Bilanz erstellen, aber was du sicherlich erstellen musst, sind Rechnungen. Mit unserer Buchhaltungssoftware Zephdesk kannst du ganz einfach Rechnungen, Angebote oder auch Mahnungen versenden. Teste Zephdesk 14 Tage kostenlos und lass uns wissen, wie deine Erfahrungen mit Zephdesk waren. So können wir weiterhin unsere Software optimieren und für dich die beste Buchhaltungssoftware schaffen, die der Markt hergibt. Warum wird eine Bilanzanalyse überhaupt durchgeführt? Natürlich dient das Aufstellen einer Bilanz vorwiegend dem Erfüllen der gesetzlichen Normen. Doch auch einen wirklich praktischen Wert hat die Bilanzierung. Ansprechgruppen können sich mit einer Bilanzanalyse einen Eindruck vom Unternehmenserfolg und der Entwicklung einer Kapitalgesellschaft verschaffen. Es gibt verschiedene Herangehensweisen, eine Bilanzanalyse für bilanzierungspflichtige Unternehmen durchzuführen. Je nach Fragestellung können Bilanzlesen, Zeitvergleich, Kennzahlen oder Umstrukturierungen wichtig sein. Das reine Bilanzlesen gibt einen Eindruck von der Kapitaldeckung und der Verbindlichkeit eines Unternehmens. Im Zeitvergleich kennen Außenstehende sofort, wie sich das Vermögen der Firma entwickelt. Ermittelt man Kennzahlen, dann kann man bestimmte Kenngrößen in Relation setzen und so noch detaillierte Einblicke bekommen. Interne Umstrukturierungen kann man ebenfalls an der Bilanz ablesen. So ist es beispielsweise einfach ersichtlich, wenn eine Firma sich von Gebäuden trennt. Hast du Zephdesk schon getestet? Wenn nicht, dann weißt du ja, wo du den Link findest. Lass ein Like da und drück auf. Also nochmal kurz zusammenfassen. Ich finde es halt irgendwie, der redet halt sehr viel allgemein um dieses ganze Thema. Ja.
Aber dafür, dass er letztendlich von Zepzdesk ist und es letztendlich ja hier um Zepzdesk geht, ja. Und wie verdammt nochmal bilde ich jetzt endlich hier als Einzelunternehmer hier, sollte ich mal aus Versehen über diese 600.000 Euro kommen oder 60.000, das Ganze in Zepzdesk ab, ja. Ist von diesen ganzen 5 Minuten hier irgendwo, wo ist das verdammte Tool, das ihr hier mal zeigt, ja. Irgendwo hier mal für eine Sekunde oder so spricht, irgendwie ist das Tool mal kurz eingeblendet hier, ja. Dass man da Rechnungen schreiben kann oder was, ja. Und das ist halt wieder typisch für dieses Zepzdesk, ja. Und diese Videos auch, ja. Die sind einfach viel zu oberflächlich. Also, du wirst mehr oder weniger halt komplett allein gelassen mit diesem verdammten Tool, wenn es mal ein bisschen komplizierter wird. Wie zum Beispiel Bilanzierungen und so weiter, ja. Also, ich finde das halt einfach. Es ist jetzt nicht das erste Video, das ich mir anschaue, von Zepzdesk, Erklärungsvideo. Und ich finde es einfach ungenügend. Ja. Naja, okay. Buchhaltungssoftware Zepzdesk kannst du ganz einfach Rechnungen, Angebote oder auch Mahnungen versenden. Teste Zepzdesk 14 Tage kostenlos und lass. Ja, okay. Ich kann hier Mahnungen, Rechnungen, alles Mögliche versenden. Okay, super. Aber hier geht es um Bilanzierung. Wie erstelle ich eine Bilanz in Zepzdesk? Wird überhaupt nicht angesprochen. Ja, und das ist schon, das kotzt mich wirklich an. Also, das ist einfach scheiße. Ja, hier steht es wahrscheinlich auch, oder? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir so. Das ist dann ein wesentlicher Unterschied, oder? Beide Faktoren geben müssen. Wie schaut es denn nun aus? Angenommen. Nein, eine davon. Kann man kommentieren, es reicht eine davon. Das ein paar Smileys reinmachen. Schönes Thema. Ja, okay. Also, wenn ihr irgendwie Erfahrungen habt zu Zepzdesk und so weiter, gerne teilen. Ich finde es halt einfach ein schwieriges Tool, weil es wird halt quasi Leute nahegelegt, dass sie das eben, wenn sie ganz am Anfang stehen mit ihrer Selbstständigkeit, dass sie es das nutzen. Aber dann, früher oder später, wenn sie dann erfolgreich sind, ja, dann müssen sie es wieder abstoßen und dann musst du den ganzen Dreck quasi rüberziehen in irgendein anderes Tool, ja, in Datev oder irgendwas anderes, ja, weil es Zepzdesk einfach das dann nicht mehr abbildet, ja. Und das ist halt wirklich schade. Also wenn ich halt ein Tool-Anbieter bin, dann möchte ich halt quasi Leute ganz am Anfang abholen, wenn sie ganz am Anfang stehen. Und dann halt aber auch quasi bis zum Ende behalten können als Kunden. Ja? Also, weil Zepzdesk ist ja nichts anderes wie eine SaaS-Lösung. Ja? Und da tut sich Zepzdesk meiner Meinung nach extremst schwer. Und das ist halt einfach wirklich schade, weil du ganz am Anfang holst dir die ganzen Kunden rein. Und wenn sie dann größer werden und es wird komplizierter und komplexer, dann verprellst du die ganzen Kunden, weil sie einfach mit dem verdammten Tool nicht mehr zurechtkommen. Das habe ich jetzt schon so oft gehört. Und da sollte sich Zepzdesk wirklich mal in die Nase packen und mal schauen, was es hier besser machen kann. Also das ist meine Nachricht, meine Botschaft an Zepzdesk, ja. Bis zum nächsten Mal.